Willkommen zurück zu Clash Royale. Und ihr seht schon, dieses Mal starten wir mit einer Magietruhe. Und hier werden jetzt nochmal saftig die zwei Riesenskelette drin sein. Das war die Truhe. Ja, das Gold habt ihr nicht gesehen. Ich weiß. Hier werde ich noch spenden. Und upgraden kann ich. Natürlich was, auch die Pfeile, die grade ich nicht ab. Ich werde natürlich nichts upgraden. Das war das Angebot, das war nicht so nice. Natürlich könnten wir jetzt noch einen Fight machen. Ja, und das werden wir natürlich auch machen im Ausbildungslager. Und ja. Gegen Ausbilder Snow. Frosty the Snowman oder wer ist hier der Ausbilder? Das ist hier die Frage. Und die Frage lautet, können wir ihn schlagen? Und vor allem, was macht er? Er setzt ein Koboldfass auf. Der wollte nicht gerade ein Koboldfass auf den mittleren Turm setzen, oder? Das wollte der jetzt nicht, oder? Ja gut, wenn du das denkst, dass das gut für dich ist. Ich meine, es ist ja nur ein Computer, Gamer. Von dem her sollte man nicht so viel erwarten von einem Ausbilder. Und von mir könnte man echt mehr erwarten. Ja, lieb. Freunde, wir könnten hier noch etwas herausholen. Wir werden den Dreckruhen zerlegen. Das sage ich jetzt schon. Das weiß ich. Drei Musketierinnen sind einfach der Shit in einem Ausbildungslager. Das ist einfach so. Und wird es auch immer sein. Ja. Und ich werde dann jetzt noch ein Deck für euch zusammenstellen. Ich glaube, da haben wir das Deck raus. Und wir nehmen natürlich, wer hätte es gedacht, Only Legendary. Ich weiß, das geht noch nicht. Zumindest, es wird schon gehen, aber nicht mit der Anzahl an Legendären, die ich habe. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir uns den Spiegel mit. Ich will mir leider eine legendäre Karte. Aber das ist ja nicht so schlimm. Das stört uns überhaupt nicht. Und deswegen, da schreibt auf jeden Fall schon mal viel Glück, good luck ebenfalls. Genug. Und guckt euch den Noob an. Man kann hier einfach so viel testen. Jetzt guckt euch Funky gegen Pekka. Funky gegen Pekka. Wer überlebt das Duell? Leute. Double Princess. Double Princess. Theoretisch könnte er jetzt einen Kampf vollziehen. Denn der Ausbilder hat ja jede Karte. Wir können somit jede Karte setzen. Kampfholz. Eine Prinzessin bleibt noch. Wir werden den Eismagier platzieren. Ja. So, dann. Gleich kommt der Graveyard auf Deutsch Friedhof und wir haben drei Prinzessinnen, wenn sich das noch ausgeht. Also nicht. Okay, dann doch. Ja, hatten wir für ein paar Sekunden dann doch.
Und jetzt kommt hier eine Laternenhalle. Okay, die Laternenhalle haut rein und macht den Turm. Okay, die Laternenhalle hat den Turm nicht down gemacht. Das war so abgemacht. Genau so soll das sein. Leider, ich weiß nicht, aber jeder Typ würde die Prinzess verteidigen. Jeder würde die Prinzessin verteidigen. Ja gut. Dann war das jetzt die Folge. Um die Legendary Deck kann ich nicht machen, damit diese Karten noch fehlen. Ja Leute, und in 2 Tagen kommt der Dart Goblin raus. Und da werden wir auf jeden Fall Gameplay dazu sehen in 2 Tagen. Da werden wir auf jeden Fall Gameplay sehen. Und ich bin auch am Wochenende noch am Vorproduzieren ein paar Folgen. Ob es jetzt Clash Royale ist oder andere Games, das werden wir noch sehen. Ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.